Sie sind ja bekannt als Solararchitekt für hocheffiziente Gebäude, die mit Sonnenenergie genutzt werden und die auch klimapositiv sind. Wie sehen bei Ihnen denn die Konzepte aus für diese Gebäude? Was sind da so die wesentlichen Komponenten? Ja, ich muss vielleicht grundsätzlich sagen, die Gemeinde Schallstadt ist auf uns zugekommen. Sie brauchten einen Schallriegel in Schallstadt. Es geht um die Trennung oder so eine Verbindung von Gewerbe zum Wohngebiet. Da brauchte man einen Schallriegel. Der Schallriegel ist 120 Meter lang, ist 4 Geschosse hoch. Man hat das Sonnenschiff in der Merzhauser Straße hier in Freiburg als Beispiel gehabt. Deswegen kam man auch auf mich zu. Und wir haben dann das Konzept gemacht. Also das begann im Jahr 2014. Inzwischen ist der erweiterte Rohbau fertiggestellt. Wir sind jetzt am Ausbau und rechnen damit im späten Frühjahr, dass die ersten Wohnungen bezogen werden können. Also das Gebäude hat 6.700 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, sind 83 Wohnungen, 4 Ladengeschäfte drin. Wir haben nach unserer Methode Plusenergie haben wir erstmal versucht, den Energieverbrauch runterzudrücken. Ist eigentlich klar, Heizung und Warmwasser. Also wir brauchen insgesamt 190.000 Kilowattstunden Wärme. Wobei, wenn die jetzt elektrisch erzeugt werden über die Wärmepumpe, sind es dann nur noch 42.000 Kilowattstunden. Und wir erzeugen über die PV-Anlage auf den Dächern, auf den verschiedenen Dächern, produzieren wir das Zehnfache, was hier an Wärme verbraucht wird. Und das hilft uns auch, Strom bereitzustellen für den Haushaltsstrom und für die gesamte Mobilität. Also wenn alle elektrisch fahren würden, oder das wird ja auch in Zukunft so kommen, dann reicht dieser Strom, den wir erzeugen auf den Gebäuden, reicht aus, um praktisch den kompletten Energiebedarf über das Jahr gesehen abzudecken, und wir haben sogar noch Strom übrig, grundsätzlich. Genau, also in der Jahresbilanz erzeugen Sie sogar mehr Strom, als dass Sie in der Summe brauchen. Das heißt, Sie Das haben machen ein. wir immer. Also wenn wir Häuser bauen, produzieren wir machen Plusenergiehäuser, und die Plusenergiehäuser produzieren mehr Energie oder erwirtschaften mehr Energie, als in den Häusern verbraucht wird. Und jetzt kommt hier in Schallstadt auch noch die Mobilität dazu, wobei wir nicht davon ausgehen, dass alle nachher mit Autos, jeder sein eigenes Auto hat. So ist es aber gerechnet jetzt in der Energiebilanz. Aber wir gehen davon aus, dass man da noch eine ganze Menge einsparen kann, weil wir Carsharing-Systeme anbieten, also nicht nur Elektrofahrzeuge, Elektroautos, sondern auch Lastenräder, die dort vor Ort vermietet werden. Je mehr mitmachen, desto besser funktioniert das Ganze. Welchen Ja, Effizienzstandard muss man denn dafür machen, um so wenig Wärmeenergie verbrauchen zu können? na gut, man muss einfach eine gute Gebäudehülle, also bestmögliche Gebäudehülle bauen, die bestmöglichen Fenster, die es gibt auf dem Weltmarkt sogar, machen wir. Also wahrscheinlich gibt es keine besseren Fenster sonst. Dann haben wir natürlich Lüftung mit Wärmerückgewinnung, und wir haben auch für das warme Wasser warmes Duschwasser zurück oder die Wärme zurück über Wärmetauscher in den jeweils einzelnen Duschen. Insgesamt kann man aber sagen, ich habe das mit unterstützt, dass wir sind ja Teil der neuen Ortsmitte. Es ist ein neues Rathaus gebaut worden. Es werden viele Wohnungen gebaut, auch Geschäfte kommen dahin. Ich habe mitgeholfen, dass dieses kalte Nahwärmesystem durchgesetzt wurde vom Energiedienst. Also Energiedienst liefert uns die kalte Nahwärme. Das hat schon mal den Vorteil, dass praktisch keine Wärmeverluste da sind, sondern Wärmegewinne. Also man legt die Rohre in den Boden und holt praktisch die Erdwärme aus der Erdwärme
die entsprechende Temperatur. Zusätzlich wird dort jetzt noch aus dem Abwasserkanal Wärme rausgenommen, circa 4 Grad. Um 4 Grad wird das noch erwärmt, diese Erdwärme, also wenn wir 10, 12 Grad, wird es erwärmt noch auf 14 bis 16 Grad. Das ist eigentlich eine sehr gute Temperatur. Da kann man jetzt gut, das ist gut für die Wärmepumpen, die dann da drauf gesetzt werden. Es ist sowohl für die Wärme, aber auch mit der Temperatur kann man auch noch passiv kühlen, theoretisch auch aktiv, wenn es mal ganz sehr heiß werden sollte. Ja, zum Thema was Kühlung. Was wir auch machen, um die Wärmepumpe, die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe zu verbessern. Wir haben ganz geringe Temperaturniveaus. Also einmal haben wir natürlich Fußbodenheizung, Flächenheizung, da kommt man mit einer niedrigen Temperatur aus. Und wir schaffen es auch, mit einer niedrigen Vorlauftemperatur in die Duschen reinzufahren. Also wir brauchen nur 48 Grad. Und nicht 60, 70 Grad, weil wir Legionellenfilter einbauen und holen praktisch die Legionellen schon aus dem kalten Wasser raus. Also wir machen viele Dinge, um einfach die Energieeffizienz hier zu verbessern. Jetzt haben Sie ja Thema Kühlung schon angesprochen. Wir hören in der Diskussion jetzt immer wieder, ja, wenn man doch so günstig oder so eine hohe Wärmedämmung hat, heißt es doch umgekehrt dann auch, dass man im Sommer einen guten Wärmeschutz hat. Braucht man denn wirklich eine Kühlung, wenn man wirklich ein hochgedämmtes oder wie Sie gerade auch sagen, wirklich sehr gute Fenster hat? Kann man da nicht auch dann drauf verzichten? Also wir haben jetzt bald 20 Jahre Erfahrung mit dem Sonnenschiff. Wir kühlen nachts. Also wir haben Nachtkühlung und haben verschiedene Tricks, wie wir dann die Kühler auch im Raum halten, zum Beispiel auch mit Lüftung, mit Wärmerückgewinnung. Da kann ich auch die Kühle rückgewinnen, ja, im Sommer, wenn es heiß ist. Trotzdem ist es so, also wenn man jetzt ein großes Büro hat und aber wenn man viele Wärmequellen hat und kleinere Einheiten hat, auch kleinere Wohnungen, kann es halt sein, dass es wird immer wärmer, die heißen Tage werden immer mehr. Muss man in den heißen Tagen dann, dass es vorteilhaft ist, da noch zusätzlich noch 3, 4 Grad runterkühlen zu können. Und das kann ich ja machen ohne einen zusätzlichen Aufwand, weil ich dieses System ja da habe. Also ich habe die Fußbodenheizung mit der Wärmepumpe habe ich zum Wärmen, aber ich kann das umschalten auf Kühlen. Und das an den wenigen heißen Tagen habe ich dann diesen Zusatznutzen, ohne dass es zusätzliche Kosten verursacht. Und vielleicht zeige ich auch noch mal was zu den Kosten. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wir haben 83 Wohnungen. Und alle 83 Wohnungen erhalten von der KfW einen Tilgungszuschuss von 30.000 Euro. Heute sind es die letzten, die gekauft haben, die kriegen 37.500. Ein Förderzuschuss für die KfW 55 gibt es keinen Zuschuss mehr. Also kann man sagen, der Vorteil ist tatsächlich im Moment 37.500 Euro pro Wohneinheit, egal ob sie nur 30 Quadratmeter hat oder 100 Quadratmeter. Das ist die Förderung. Und die Mehrkosten wurden auch schon mal angesprochen. Also wir schätzen als Mehrkosten vielleicht gerade 7.500, sodass ich 30.000 habe ich eigentlich zusätzlich zur Verfügung über die ja, also über die eigenen zusätzlichen Kosten gegenüber KfW 55. Das ist ja der Dämmstandard für Freiburg. Das heißt, Sie sagen jetzt in der Gesamtsumme würde eigentlich dieser hocheffiziente Standard, also KfW 40 plus, ja, nur 7.500 Euro pro Wohneinheit mehr kosten jetzt bei Ihrem Gebäude mit den 83 Wohneinheiten, als wenn ich, sag mal, konventionellen KfW 55 Standard bauen würde. Ja. Ich habe unterm Strich 30.000 Euro mehr. Also insofern kann ich günstiger bauen und auch günstiger vermieten. Und dazu kommt natürlich noch, dass man wesentlich weniger Wärme
Verbrauch hat. Das heißt, auch da kommt noch ein Plus raus, dass ich eben jährlich noch vielleicht bei den kleinen Wohnungen sind es vielleicht 90.000, bei den großen sind es 300.000 Euro pro Jahr, die ich zusätzlich noch habe. Zusätzlich, was meinen Sie? Die ich einfach zusätzlich einsparen kann durch, also im Vergleich zu dem Standard KfW 55. Was würden Sie denn sagen, um wie viel kann man denn den Wärmebedarf jetzt reduzieren? Also ich glaube, in der Studie wird ja davon ausgegangen, für Dietenbach, da wird, glaube ich, mit so 45 oder 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter für die Wärme und 20 Kilowattstunden für das Brauchwasser ausgegangen, also in der Summe mit 60. Wo liegen denn Ihre Häuser? Also wir kommen unter 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das müssen wir auch erreichen. Wir müssen runterkommen, weil wir nämlich keine individuelle Abrechnung machen, sondern es ist praktisch eine Pauschale. Der Wärmeverbrauch ist so gering, dass die Abrechnungskosten unnötig sind. Die kann man sich auch noch einsparen. Und für den Warmwasserbereich rechnen wir normalerweise so mit 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter, aber wir haben hier diese Wärmerückgewinnung, sodass wir rechnen im Moment mit 13 Kilowattstunden. Also 13 plus 15, das ist das, was wir an Wärmebedarf haben. Das klingt ja jetzt ein bisschen unwirklich, muss ich gestehen, dass Sie sagen, der Wärmebedarf ist so niedrig, dass Sie sich schon die Abrechnung sparen wollen. Also mal konkret gesagt, mit welchen Wärmekosten müssen die jetzt dort wohnen werden oder eine Wohnung kaufen, denn jetzt rechnen? So, was würden die denn jetzt tatsächlich im Jahr in der Pauschale denn zahlen oder umgelegt auf den Quadratmeter? Also wir rechnen. Wir haben ja einen Vertrag mit Energiedienst gemacht und da gibt es einen Grundpreis, der ist 5,7 Euro pro Monat, einen Arbeitspreis von 6,9 Cent pro Kilowattstunde und wir kommen insgesamt nicht mal auf 20.000 Euro pro Jahr für die gesamte Anlage und die Einheit rechnen wir mit 221 Euro. Das sind 2,9 Euro pro Quadratmeter und Jahr. Und wir haben eigentlich die Erfahrung hier in der Solarsiedlung gemacht. Wir haben ja 59 Häuser in der Solarsiedlung, alles Plusenergiehäuser. Und da gibt es auch Abrechnungen und das ist im Prinzip ist es fast vergleichbar. Also wir liegen jetzt sogar noch günstiger als in der Solarsiedlung. Also nochmal, das heißt wirklich so 221 Euro pro Wohneinheit pro Jahr. Ja. Und das heißt eigentlich. Und die Wohneinheit hat im Schnitt 77 Quadratmeter. Also wir haben viele kleine Wohnungen, wir haben aber auch große Wohnungen dabei und auch vier Ladengeschäfte. Und es wären 2,9 Euro pro Quadratmeter und Jahr. Das ist, ja, also aus unserer Sicht, was wir so kennen, wirklich ein sehr, sehr guter Wärmepreis. Und wir rechnen mit 10 Cent pro Kilowattstunde. Da ist der Grundpreis eingerechnet und der Arbeitspreis, also 10 Cent. Mhm. Und Energiedienst bekommt 6,9 Cent. Das sind, glaube ich, so um die 14 Cent. Ja. Mhm. Und der Energiedienst bekommt 6,9 Cent für die kalte Nahwärme? Oder? Ja, das ist der Arbeitspreis. Ah ja, okay. Aber Energiedienst liefert uns auch die Wärmepumpen. Also wir kriegen die Wärme, wir nehmen die Wärme ab. Die Schnittstelle ist hinter den Wärmepumpen und hinter dem Legionellenfilter. Also Energiedienst ist bereit, auch den Legionellenfilter einzubauen. Das heißt wirklich, gelieferte Wärme ist 6,7 Cent pro Kilowattstunde. Genau. Ja. Man könnte das auch selber machen, dann wird es etwas günstiger, denn wir haben ja, dann habe ich auch die ganze Arbeit damit, ja. Und ich muss dann die Infrastruktur natürlich auch warten und pflegen und auch installieren. Ja. Jetzt sind Sie ja bekanntermaßen ein Pionier, Herr Disch.
Würden Sie trotzdem sagen, dass das, was Sie da jetzt machen, und Sie planen es ja schon sehr lange, wie Sie jetzt dargestellt haben, dass das wirklich auch ein Beispiel sein könnte für Dietenbach oder für Klein-Eschholz? Also ist das jetzt so innovativ, außergewöhnlich, dass das nicht jeder machen kann? Oder sagen Sie, das ist eigentlich ein Konzept, vielleicht nicht ganz mit Legionellenfällen, aber dass man so im Grundsatz das auch eigentlich machen kann? Also ich glaube, dass man es noch besser machen kann. Noch besser. Aber das ist das, was derzeit möglich ist in Schallstadt. Wir haben dort halt auch noch fast einen Faktor 1 für die Stellplätze. Dietenbach könnte man wesentlich runterkommen, sodass man dort auch noch im Mobilitätsbereich mehr einsparen kann. Aber bei uns spart man dort auch eine ganze Menge ein. Und ich glaube, dass, wenn man das mal zusammendenkt, wir liefern ja auch wir produzieren den Strom, die komplette Energie auch für die Mobilität. Wenn man das mal zusammendenkt, das Wohnen und die Mobilität, dann kann man extrem viel Geld einsparen und eine günstige Warmmiete machen zusammen mit der Mobilität. Also wir haben zum Beispiel, wir nehmen auch je Wohneinheit, das haben wir vertraglich vereinbart, für eine Wohneinheit bis zu 50 Quadratmeter nehmen wir monatlich 20 Euro ein. Und wenn die Wohnung größer ist, über 50, dann 30 Euro. Das ist praktisch so der der Grundbetrag für die Mobilität. Das kann man sich nachher abfahren. Das haben wir einfach gemacht, damit man auch schon mal eine Grundausstattung da hat, dass man nicht mit einem Fahrzeug anfängt, das funktionierte dann nicht, dann ist es weg, dann kann der Nächste das nicht nutzen. Es muss einfach so eine Grundsubstanz da sein, dass das auch funktioniert. Und da sind wir gerne bereit, auch ein bisschen mitzuhelfen. Also die Gemeinde Schallstadt hat mitgemacht. Normalerweise sind es 1,5 Stellplätze pro Wohnung. Ich habe gesagt, wir machen ein Mobilitätskonzept. Das hat man mir geglaubt und insofern muss ich wesentlich weniger Stellplätze aufbauen. Da haben wir eine ganze Menge gespart und ich kann auch ein bisschen praktisch das Mobilitätskonzept damit unterstützen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nicht nur Architekt bei dem Projekt, sondern gleichzeitig auch Bauträger. Das habe ich gar nicht vorgehabt, aber ich bin es halt dann geworden. Insofern habe ich mehrere Hüte auf und eigentlich voll verantwortlich für das Projekt. Mhm. Damit kann ich natürlich auch gewisse Dinge durchsetzen, die sonst weggestrichen werden, weil das ja nicht unbedingt, weil die Kosten könnte ich ja natürlich auch noch weglassen und kann mehr verdienen. Aber darum geht es mir nicht. Also ich will ein Beispiel setzen, wie man es machen kann heute und mit Sicherheit kann man es in Zukunft noch besser machen. Das ist noch die letzte Frage. Die Wärmepumpen werden ja von Energiedienst betrieben. Sie kriegen ja dann quasi Wärme, Heizwärme und Brauchwasserwärme. Den Sonnenstrom wird ja dann aber trotzdem in den Wärmepumpen genutzt. Ja, ja. Also wir haben 450 Kilowattstunden, 450 kW Leistung und rechnen dann eben auch mal vorsichtig gerechnet mit 420.000 Kilowattstunden pro Jahr, die wir zur Verfügung haben. Und wie wir das dann, werden wir natürlich versuchen, Mieterstrom zu machen. Die Mieter haben dann auch nochmal den Vorteil, oder die Bewohner haben den Vorteil, dass sie noch günstigeren Strom, also sie sparen auch noch an den Stromkosten. Also wir bieten denen dann mindestens 10% günstiger an als der übliche Strom. Mhm. Wobei wir das auch letztendlich dann nicht selber machen, sondern brauchen dann dazu auch einen Dienstleister. Und da ist Energiedienst auch bereit dazu.